Hallo, willkommen zurück, liebe Freunde, bei The Last of Us nicht. Okay, wir sind hier wieder zurück bei Slender The Arrival. Wir haben gerade den Turm erreicht und sollen nun in Sicherheit sein, wobei mir das hier nicht nach Sicherheit aussieht. Da schaut uns nämlich jemand an. Und ich möchte nicht, dass wir hier angeguckt werden. Oh, ein Zettel. Fragezeichen. Kate, this is pretty exciting, isn't it? Nein, es ist nicht. Es ist scheiße. Das ist alles hier scheiße. This whole mystery. The missing boy. The sightings. The arson. Was heißt arson? Ich weiß es nicht. I'm glad I get to share this adventure with you. I can't help, but I feel saddened for Mr. Matthesen. He lost so much. I wish he would have just let me in to help him. The way you're helping me. Maybe I could have save him. Alter, ich kann so schlecht lesen, wenn ich nervös bin. Vor allen Dingen auf Englisch. Since I couldn't help him in life, maybe I can help him now. I promise to find out what happens to his son. Perhaps that will put his soul at peace. Thanks again, Kate. I look forward to your adventures. Cristiano Ronaldo. Warum hat er hier so eine zentrale Rolle? Ich verstehe es gar nicht. Ich meine, er ist ja ein toller Fußballer und so, aber... Was der jetzt hier mit Slender zu tun hat? Okay, wir können, glaube ich, gar nichts anderes machen, außer zu diesem... Boah, Alter, fick dich, du Fotze, du kleine Hure. Ich bin da noch nicht mal hingegangen und es erschreckt mich schon. Deine Mutter werde ich noch sowas von rannehmen. Sorry. Okay. This guy keeps stopping by my house asking about my son. I keep telling him to go away. He's getting more and more... desperate. Okay, das hier rechts könnt ihr euch jetzt mal durchlesen. Habe jetzt keine Lust. Er hat ihn gesehen. Bla bla bla. Scheinbar ist hier ein Pädophiler unterwegs. Scheinbar ist es der Slenderman. Alter. Oh ne, jetzt weint die auch noch. Das ist bestimmt. Das ist bestimmt die, weil ich nicht hin wollte zu ihr. Ich weine auch. Ach komm, fick dich. Da, 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 da. Ich lauf hier hoch, ich lauf hier hoch. Mir doch egal. Nein, das ist nicht schon wieder dieses verbrannte Haus. Ich lauf hier einfach durch die Gegend. Mir kann ja nichts passieren. Ist ja nur der Slenderman in seinem Chef-Fashion-Anzug. Heul nicht. Heul nicht, du blöde Schlampe. Fuck, wie dunkel es hier ist. Heul nicht, du blöde Schlampe. Oh Mann. Ich werde hier gerade voll ausfällig. Einfach nur, um mir die Nervosität zu nehmen. Warum geht meine Flashlight nicht? Ich brauche doch meine Flashlight. Gerade in solchen Gebäuden, ey. Aber am Tag ging sie die ganze Zeit. Dumme Flashlight. Heul nicht rum! Komm her, schreck mich und beende das Spiel. Kein Bock mehr drauf auf dein Geheule. Wer bist denn du? Warum flimmerst du so? Geronimo! Zu offensichtlich. Oh. Ein Bein. Speedrunner 3. Yeah. Okay. I'm free. Blue Eye Studios. Parsec Productions. Ich hasse euch beide. Wobei, es ging eigentlich. Ist schon vorbei, oder was? Based on the character Slenderman created by Eric Victor Serge Knudsen. Knudsen. Ach ja, süß. Das Development Team, die Productors, die Tester. Okay, wir sind scheinbar durch mit Slender The Arrival. Sieht zumindest so aus. War ja dann doch ziemlich kurz. Natürlich auch, weil wir ziemlich gut durchgekommen sind. Warum auch immer. We want to give you a special thank you, bla bla bla, Productions, help, support, thank you. Okay, bitte, bitte. Das ist in Ordnung und jetzt kommt der Abspann. Also wir sind tatsächlich durch mit Slender The Arrival. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass nach dem Abspann nochmal irgendwie ein Jumpscare kommt oder sowas. Ja, war ziemlich kurz.
Aber im Sommerrabatt von Steam hat es ja auch nur 5 Euro gekostet. Insofern ist das okay, denke ich. Und ja, jetzt könnt ihr euch natürlich hier noch alle Namen anschauen, die hier mitgewirkt haben. Es sind ganz schön viele für so ein kurzes Spiel. Und scheinbar die komplette Familie Tintor. Da waren gerade 3, 4 Stück. Okay, auch gut. Ja. Nettes Spiel. Kann man seinen Kindern auf jeden Fall empfehlen, so als kleine Freizeitbeschäftigung. Einfach mal hier Sanders the Arrival zu spielen. Ziemlich kurz, aber schon durchaus gruselig. Und ja, ich warte jetzt mal, ob da noch was kommt, aber ich glaube irgendwie nicht daran. Außerdem steht da links im Abspann Erik Range, ich sehe es genau. Naja, okay, das ist ja jetzt nur eine Nebendingens. Orozco, oh Mann, die Namen sind lustig zum Teil. Aber auch nur, weil ich bescheuert bin. Das dürft ihr nicht vergessen. Ihr schaut bei einem bescheuerten Menschen Let's Plays, also dementsprechend braucht ihr euch da nicht wundern, wenn bescheuerte Aussagen kommen. Und wir warten jetzt noch Sven da Silva darauf, dass hier die Namen durchlaufen. Ja, danke fürs Zuschauen schon mal, denn ich denke mal, das ist hier die letzte Folge. Und dann Matthew Mann. Okay, und dann würde ich sagen, war es das auch schon von Sander the Arrival an der Stelle. Ein doch würdiger Nachfolger für Sander the Eight Pages. Hat ein bisschen mehr Umfang, aber kostet ja auch dafür im Vergleich zum alten Spiel Geld. Also ist das schon okay. Nova Killers. Okay. Kommt noch was? Thank you. Das sagt der Mann im Wald. Oh, und das war's. Okay, das war's. Geil. Dann haben wir es geschafft. Sander the Arrival ist durch. Was ich mir vorgenommen habe, ist, als nächstes Horror-Let's Play möchte ich Amnesia fertig machen. Das hatte ich ja angefangen bis zur Hälfte. Und da ihr euch Horror-Let's Plays gewünscht habt und Slender jetzt doch ziemlich kurz war, werde ich einfach als nächstes jetzt Amnesia The Dark Descent noch fertig machen. Da war ich ja irgendwie bei Folge 10 oder sowas. Und ja, schauen wir mal, was das gibt. Ich gehe mir jetzt erstmal die Hose trocknen. Wobei, es ging ja eigentlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play, wenn ihr Bock habt. Bis dann. Und ja, nie allein in den Wald gehen. Besonders nicht bei Nacht. Ciao. Geil.